Willkommen zurück zu Donkey Kong Country. Wir sind in der Schwarzwaldtour in der ganzen Eiswelt. Eine einzige Welt voller Eis. Wie komme ich hier denn wieder richtig runter? So. Und draußen der Schnee hat mir nicht so gefallen, also bin ich mal in so eine Eishöhle gegangen. Ist auch ganz nett, oder? Und hier die Lianen, die sich von selbst nach oben oder unten befördern, ganz wie es ihnen schmeckt, sind hier von Bedeutung und uns automatisch in diese Zinger hinein buxieren. Und wir standen kurz vor dem Checkpoint, haben ihn aber nicht erreicht und deswegen müssen wir wieder vom Anfang spielen. Oh. Ich werde alt. Und Donkey wird alt. Oh Mann. Ja, egal, wir haben ja das Bonuslevel schon. Da habe ich nur meinen Partner jetzt wieder verplempert. Also ihr seht, Diddy ist auch nicht so stark wie Donkey. Also am Armadillo sieht man es am besten. Am besten sieht man das. Weil Donkey Kong springt einmal drauf und der Kerl ist Geschichte. Und Diddy muss zweimal drauf springen. Schlappschwanz. Also hier sind wirklich gute Sprungmöglichkeiten, Techniken gefragt und gutes Timing vor allen Dingen und Schnelligkeit. Also nicht von schlechten Eltern, durchaus. Jetzt warten wir wieder auf diesen Sprungaffen. Auf diesen Critter. Wir gewöhnen uns das jetzt ab. Und dadurch können wir hier... Oh, ich wusste, dass es der dritte ist. Dann spielen wir halt dieses Bonuslevel. Das ist Ingwater, der Schwertfisch, den haben wir auch schon gesehen. Und hier gibt es mehrere Geheimgänge. Ah, der hat diesen Super-Move noch nicht drauf, aus Teil 2 und 3. Wo einmal zack und dann ist er... Es gibt hier versteckte Kammern, ihr habt es gesehen, da war die Nummer 3, das war die Nummer 2. Und dann gehen wir mal zur Nummer 1, die ist oben im Norden. Ich habe euch das Prinzip ja erklärt, bei 100 gibt es ein extra Leben. Ja, das hast du schon tausendmal gesagt. Gut. Genau das wollte ich nämlich getan haben. Und hier haben wir wirklich noch viele Leben, im Gegensatz zu dem Rambi, das ist ja wirklich ungerecht. Mal sehen, ob wir 300 zusammenkriegen oder sogar 400. Mal sehen. Und dann verdoppeln. Nee, also 400 wird dann zu viel. Wir verdoppeln es, komm. Hier geht's runter. Yeah. Mal 2. Ja, wir haben hier 700. Das ist doch schön. Genau 700. Das heißt, wir kriegen 7 Leben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerade so. Es hat noch gezählt. Na gut. Der Checkpoint war ja nicht weit weg. Von daher ist es noch im Rahmen. Au. Au. Dammit. Stirb. Oh Mann. Ich sag stirb und ich sterbe. Ich meinte doch nicht dich, Donkey. Wir werden das schaffen. Hier sind wieder die Zinger oben. Das heißt, wir müssen möglichst weit unten an die Liane fassen, aber doch nicht so weit unten, dass wir in den Abgrund fallen und sterben. Kläglich. Eines schmerzvollen Todes. Au, schon wieder. Okay, Diddy kann es besser. Und hier ist ein Geheimfass. Toll, oder? Wie ich das alles weiß. Runter. Runter. Hoch. Kein Espresso, danke. Ich werde das Gefühl nicht los, dass rechts etwas Wertvolles ist. Wow. Oh, fast geschafft.
Aber fast heißt halt nicht geschafft. Komm, Leute. Haltet durch. Es sind nicht mehr sehr viele Level. Nur noch etwa die Hälfte. Jetzt bin ich wieder in dem Level, da wollte ich schon gar nicht hin, aber okay. Ich hätte mich mein Leben kosten können, ist euch das klar? Da versuche ich jetzt mal alle Bananenstauden einzusammeln. Ja, ich bin zu dumm dafür. Macht nix. Jetzt haben wir den fetten Donkey Kong. Glaubt ihr, damit geht's einfacher als mit dem kleinen? Ja. Die Antwort könnt ihr euch wohl selbst geben. Ach, die Schwarzwaldtour, die erledigt mich noch. Oh, ich fall doch immer wieder drauf rein. Jetzt lasse ich mich nicht täuschen und gehe da lang, aber hier ist, glaube ich, noch schwerer. Jetzt oder nie. Da ist, glaube ich, gar nichts Besonderes da oben. Aber ich will es trotzdem sehen. Gar nichts, nur ein Buchstabe. Wir können es fast noch nicht mal so weit werfen, dass wir da durch könnten. Das heißt, wir springen einfach runter. Wir hätten es sogar fast überlebt. Jetzt machen wir uns die ganze Zeit checkig wegen diesem Buchstaben. Es ist doch nichts Wichtiges. Ja, da habe ich echt nur den Tod verdient. Okay, aber jetzt können wir da schmusig vorbeigehen. Schmusig. Die werden mich in 10 Jahren noch so angreifen, ohne dass ich rechtzeitig ausweiche. Da hinten ist ein Partnerfass, ne? Ein Donkey Kong-Fass. Aber egal. Das riskiere ich diesmal nicht. Oh, Mann! Also entweder ich bin schlecht geworden oder die Levels sind ziemlich schwer geworden. Ich denke, eine gesunde Mischung aus beidem. Jetzt ist aber gut. Ich tue euch ja wirklich langweilen. Wie kann man nur so blöd sein? Das mache ich wirklich nicht extra. Ich denke mir jedes Mal, beim nächsten Mal klappt. Aber, ich mag diese Viecher nicht. Okay, ich will wieder zurück draußen in den Schnee, bitte. Da war es doch toller. Okay, nein, finde ich nicht. Ich finde diese Levels schöner irgendwie. Vielleicht auch nur wegen dem... Wegen den ganzen Kristallen, die schön gemacht sind. Wahrscheinlich. Ah, hier können wir nach oben, indem wir links, rechts, weil die gehen beide nach unten. Genauso wie der hier. Und dann das G kommen wir nur so. Hoch, 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 hoch. Okay, Donkey. Ich hoffe, wir haben alles. War hier noch was Tolles? Ich hoffe nicht. Ach nee, das war nur für die von unten. Und wir haben das Ausrufezeichen, das wieder mal bestätigt, dass wir alles eingesammelt haben. Ab in die Eiszeitallee. Und das gehört zu meinen Hasslevels schlechthin. Und nicht nur dieser Lebensverlust beweist das. Ja, schon wieder derselbe Quark. Was ist denn das für ein Scheiß? Nur weil ich das Fass dabei werfe, während ich runterspringe. Da hinten ist was. Fass weg. So. Ja, so wird man sein Leben auch los, würde ich sagen. Hier haben wir nämlich Espresso. Und den müssen wir möglichst lange halten, was in dieser Welt äußerst schwierig ist. Da wir ja viele ärgerliche, dämliche Gegner haben. Wir könnten uns normalerweise mit den Kongs auf der Lianen... Ich will nicht ohne dich gehen, Espresso. Komm mit mir. Wir brauchen den wirklich noch. Der muss uns begleiten, das ganze Level, glaube ich. Und das geht, fürchte ich, gar nicht. Na gut, dann gehe ich diesen Geheimgang.
und hole mir dann wieder. Das war der Nachbar. Au. Ich kann gar nicht zurück. Das ist ja das Dumme an der Geschichte. Selbstmord. Donkey Kong. Suizid gefährdet. Akut Suizid gefährdet. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Part. Ciao.